Hey Leute, ich bin hier zu Duel of Champions Might and Magic. Heute spielen wir einen neuen Helden, den ich mir gerade erst neu gekauft habe. Nämlich den Sandor. Ja, ich habe mir zwei neue Helden gekauft. Das ist einmal Sandor und einmal Elizabeth. Ich glaube Elizabeth war es, ja. Das waren zwei Helden, die mir noch gefehlt haben in meiner Sammlung. Und ja, darum spielen wir heute mal Sandor. Ist eigentlich so ein typisches Berserker-Deck, was viele vielleicht kennen. Und da habe ich mich einfach mal dran gehalten. Also auf jeden Fall, wir spielen Sandor. 1-1-1. Finsternis, Erde, Feuer, keinen besonderen Effekt. Als Ereignis spielen wir viermal Woche des Wissens, viermal nach der Nacht des aufgehenden Mondes. Ja, Kreaturen spielen wir einmal Katzenkrieger, viermal Dornenbestie, viermal Totengeist der Leere und einmal Schwarzschädel Reißwolf und einmal Shinushi. Ja, wir spielen hier eine 4-5-3, also Shinushi wird nicht ausgespielt, wir spielen nur auf ihn. Er ist nur dafür da, um das Ereignis zu triggern, um ihn ins Deck wieder reinzumischen. Hier, ja, ihn haben wir einmal damit, das ist zum Finishen. Totengeist ist dafür da, um den Gegner langsam Life runterzuziehen, ich meine, wenn er stirbt, 3 Damage. Und Katzenkrieger ist auch dafür da, um halt zu finishen, ja, wir kriegen ihn auf 3 Damage mit einem Bauwerk und kann halt direkt angreifen. So. Unser Ziel des Decks ist halt damit Schaden zu machen und mit dieser Karte und dann am Ende einfach zu finishen. Das heißt, wir müssen unseren Gegner mal aufhalten und alles zerstören. So, unsere Zauber, da haben wir Inneres Feuer. Wir bekommen +2/+2 und das machen wir auf unseren Schnellangreifer und damit können wir dann hart finishen. Die Karte haben wir dreimal drin, das wäre dann ein +6. Mit unserem Schwarzschädelreißer wäre das ein Angriff von 8. Das heißt, wir müssen vorher 12 Damage drauf kriegen und dann insgesamt Kosten von, lass mich nicht lügen, 10 haben, um zu finishen mit 8 Damage. Ja. Gut, dann haben wir Steinschild 4-mal, um den Gegner halt aufzuhalten und zu töten. 4-mal Insektenschwamm, um den Gegner seine Kreaturen loszuwerden. 4-mal verfluchtes Wand, damit der Gegner langsam Schaden geht, denn wir müssen ja irgendwie 12 Schaden zufügen, bevor der Schwarzschädel zuhauen darf. Dann 4-mal kollektives Rage, das ist halt der Berserker-Modus, damit der Gegner nicht viel bewegen kann. Dann Arkas Zorn, um das Feld halt nochmal aufzuräumen. Und dann haben wir noch Zorn der Natur, damit wir 2 Kreaturen mit 2-1-5 aufs Feld bringen, die sogar Infektion 1 haben. Ja, weiter geht's dann mit unseren Schicksalen. Da haben wir 2-mal geänderte Taktik, 2-mal die geborstene Brücke. Ja, da können wir sogar mit 13, wenn wir 13 haben, 8 Schaden direkt durchbekommen. Und dann haben wir 3-mal das Lagerfeuer, 2-mal Arkane Akademie, um eine bestimmte Zauberkarte rauszusuchen. Zum Beispiel Arkas Zorn, wenn wir es gerade mal brauchen. Dann haben wir 2-mal goldenes Hufeisen, ja, 3 Karten ziehen. Was will man mehr? Und dann habe ich schon gesehen, wurde kalkulisiertes Opfer gespielt 2-mal. Ja, wir opfern eine Karte, keine Kreatur, und dürfen dann beim Gegner etwas Gleiches zerstören. Ich denke mal, das ist für Entflammen oder für Titan-Decks, um dann die Karten loszuwerden. Ergibt für mich dann auf jeden Fall Sinn. Bauwerk spielen wir einmal Kriegszelt, ja. Mit Kriegszelt, ja, wenn es auf dem Feld ist, dann haben wir einfach nochmal +2 Stärke. Kann nie verkehrt sein. Ich habe das Deck noch gar nicht ausprobiert. Das ist jetzt unsere erste Runde damit. Schnellduell. Wo haben wir es denn? Sandor 4-5-3. Boost und DP ist auch noch an. Sehr schön. Und mal gucken, wie wir uns damit... okay, danke, Duell, nice. Mal gucken, wie Sandor sich schlägt. Ich persönlich spiele absolut überhaupt nicht gerne gegen Sandor. Mit einem Sandor-Deck habe ich halt nie gespielt. Weil ich ihn ja gerade auch erst neu bekommen habe. Ne? So, meine Hand sieht schlecht aus. Und so geht noch. Oh, ganz geht nicht auf. Ja. Das kennt man, ja. Ich glaube, Sandor ist echt so ein Deck, gegen was man nicht gerne spielt. Da hat der Gegner direkt aufgegeben. Aber ich weiß nicht, meine Hand sah jetzt auch nicht gut aus. Oh, gegen morgen. Morgen wird schwer, weil morgen ist ein Held, der lebt lange, allein weil er sich einfach immer wieder gegenhalten kann. So, und jetzt, ich darf starten, weil ich Berserk auf der Hand habe, glaube ich, ist das eigentlich ganz gut. Darum behalten wir das mal, ja? Ja, Runde beenden, ich kann jetzt nichts machen. Ich könnte jetzt in Runde 3 irgendwas ausspielen, weil alles, was auf meiner Hand ist,
Ist halt Stufe 3. Gut, steigern wir hier einmal. Was soll ich das jetzt aktivieren? Ich meine, um Karten zu ziehen oder. Ich würde es lieber lassen. Doch, komm, wir spielen es einmal. Und Runde beenden. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fehler war. Boah, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. War wird nicht da drauf? Er setzt ihn da drauf. Er hat die einzelnen Gesetze halt mit Insektenschwamm beide töten können. Ärgerlich. Ärgerlich. Gut. Hast du eigentlich Rüstung? Oder ist meine Rüstung? Da ist doch ausgespielt. Ah, du bist noch gestiegen. Und beenden wir. Ja. Hast du eine Rüstung und Zauberwiderstand? Okay. Oh, er spielt ein Söldner-Deck. Das finde ich interessant. Okay, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir das Problem. Ich könnte Berserker spielen. Was ich auch, glaube ich, mache. Ja, komm, ich spiele Berserker. Wir steigern unsere Zauberstufe, weil dann kann ich im nächsten Zug auf jeden Fall Akazon ausspielen. Das heißt, das Problem ist, dass er halt Akazon einfach überlebt. Und langsam bleibt. Jetzt müssen wir uns langsam fragen, was machen wir? Ich würde gerne den jetzt, weil wir jetzt. Also, ich kann ihn jetzt ausspielen, dann haben wir da auch. Auch zwei starke Kreaturen, ne? So. Und Runde beenden. Ich meine, hier geht jetzt ein Schaden durch. Das muss ich leider verkraften. Und, oh, das Spiel hängt. Oh, hoffentlich bricht die Aufnahme jetzt nicht ab. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. So, wir haben jetzt noch das Kriegszelt. Oh, weil ich das Kriegszelt nicht hinten ausspielen will. Ich muss das vorne ausspielen. Verdammt. Wir haben Akkas Zorn. Würde aktuell das Feld aufräumen. Jo, auf jeden Fall. Aber wollen wir das? Das ist die Frage. Ich meine, ich brauch's eigentlich nicht wirklich, ne? Also wir steigern hier nochmal. Da kommst du noch. Und dann, er kann halt aktuell auch nicht komplett durchkommen. Das heißt, du bist erstmal safe da am Stehen. Oder hat er mir Schaden gemacht? Ne, ne, gut. Sehr schön. Ja, aktuell funktioniert es sehr gut. Also wie gesagt, es geht darum, dass wir halt erstmal keinen Schaden kriegen, ja? Und dann später unseren Gegner wirklich sehr viel Damage reindrücken. So, jetzt die Frage, er kommt da oben hin, okay. Ja, das sieht so aus, als ob ich jetzt gleich einen Oh, das hätte er andersrum spielen sollen. Dann hätte er eine plus 2 schon mal drauf. Ja, ich werde jetzt vermutlich den Akazon spielen, einfach nur um sein Feld komplett aufzuräumen. Weil das, was er jetzt da alles hat, das ist ein bisschen sehr viel. Steigern wir und. Wupp. Das Feld zerstört. Ja. Und mehr können wir auch nicht machen. Ärgerlich. Ja, natürlich hat er. Ja, er hat aber auch noch viele Kreaturen. Ne? Da gehe ich offen aus. Das sieht gerade auch nicht gut aus für mich. Da habe ich gar keine Kreaturen ziehen. Dann würde mir jetzt auch nicht so viel bringen. Okay, wir steigern erstmal hier hoch. Durchs Ausspielen. Ich meine, ich kann es ausspielen. Das ist ja eigentlich kein Problem, ne? Ja. Komm, dafür kann ich das hier mal wegwerfen, weil irgendwie hat er da in der Richtung ja nicht viel. Und ich auch, komm. Ich habe nicht mehr so viele Handkarten. Da passt das doch. Jetzt die Frage. Wir können.
Zelt spielen. Komm, ich spiele das Zelt und wir spielen noch einmal dich. Ja, okay, komm, jetzt zerstört's jetzt einmal, dann ja, ist halt nochmal draußen, ne? Das ist eigentlich nicht verkehrt. Okay. Es ist halt ärgerlich, dass ich auch nicht diese eine Karte gezogen habe. Was ist das denn? Seltener auf Hügel erhalten, doppelten Angriff. Nice. Und Söldner-Deck. Finde ich eigentlich sehr interessant. Habe ich persönlich gar nicht die Karten für. 7 Life ist viel. Gut, steigern wir. Mal gucken, was wir so ziehen. Mhm. Das ist nett, aber. Ich kann ihn ja nicht abwerfen. Das darf nicht. Das kann ich nicht machen. Aber könnte ich nochmal spielen kommen. Okay. Was werfen wir ab? Die Brücke werde ich vermutlich auch brauchen. Ein bisschen extra ziehen, ja, wird auch noch okay sein. Ich brauche keinen Berserker mehr. Ich habe Berserker noch einmal auf der Hand, falls er es zerstört bekommt. Und einen Sektenschwamm. Aber ich kann ihn sicher immer wegwerfen. Und dann ziehe ich eine Karte, die ich, so gesagt, wirklich echt eher weniger brauchen kann. Soll ich Akazon ausspielen? Ja, nein. Er hat noch so viele Handkarten, das ist das Problem. Ich spiele Insektenschwamm aus. Ja, dann töte ich die hinteren erstmal. Ja. Und dann die Runde beenden. Ah, jetzt sind wir angreifbar. Das ist das Problem. Ich habe halt nicht so die Hand, um zu finishen. Oder um. Also, ich habe jetzt. Ja, okay, ich habe jetzt hier den Schaden schon mal, ja. Aber der Held ist halt noch nicht vorbereitet. Was das Problem ist. Ja, okay. Okay. Ja, was mache ich denn jetzt? Wieso hat er 0-0? Ach, die Hälfte des davon, okay. Das heißt, er hat gleich 5, glaube ich. Ach, was mache ich denn jetzt? Soll ich einfach Akazon ausspielen? Also ziehen erstmal ein, mal gucken, was wir ziehen. Oh. Das ist eigentlich schon mal gut. Also spielen wir mal aus. Kein Problem. Und die Frage, soll ich damit. Ja, doch, komm. So. Jo. Jo. Das ist doch ganz okay. Er hat einfach nur Ressourcen. Warte, er hat nur Ressourcen. Was ist da passiert, dass er nur Ressourcen hat eigentlich? Okay, was machen wir jetzt? Sollen wir eine Karte ziehen oder sollen wir für ihn steigern? Oh, wie viel Karten habe ich noch? 20. Okay, komm, wir ziehen eine. Was ziehe ich? Die geborstene Brücke. Das ist eigentlich. Das ist sehr gut hier. Zack, das hier auf die Hand schicken. Ich meine, er hat hier 2 Damage, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Das Dumme war, ich habe jetzt einen Kartoffel, die Hand geschickt, die 7 Leben besitzt. Ne? Den hätte ich eigentlich eher, glaube ich, eher da liegen lassen sollen. Ja, den nehme ich jetzt beide 7. Er hat jetzt wieder 20 Life, das ist auch total ätzend. Ja, dann macht er das Feld wieder voll, ne? Mhm. Gut. So, wir haben jetzt das Hufeisen, damit ziehe ich jetzt erstmal was. Mal gucken, was ich da so ziehe. Das ist doch eigentlich gut. Da kommst du nämlich hier drauf. Du kommst davor. Ah, hiermit ziehen wir sogar noch eine. Ziehen wir noch eine. Oh, da habe ich einen Hänger wieder. Bitte, von daher mache ich nicht ab dadurch. Da kommst du hier hin. Dann können wir die Runde beenden. Und da hat er noch 5 Leben. Und ich habe nur noch 3. Ja, das ist dann ein. Das kostet mich 5.
9-11. GG. Wir haben genug Ressourcen. Also können wir jetzt einfach eine Lane frei machen, ihn ausspielen, ihn verstärken und haben gewonnen. Puh. Okay, was hast du vor? Oh, jetzt hat er aber 6 Stärken, ne? Das ist jetzt die Frage. Er hat halt 6 Power, ja? Wir haben jetzt 13 Ressourcen. 13, ja? Gut. Das kostet mich 5. Dann habe ich noch 8. Ach, okay, das reicht. So, wir spielen einmal Arkanzorn aus. Zack. Wir müssen hier immer steigern. Dann kommst du. Du hast 2. Du hast 4. Du hast 6. Und du kannst angreifen. Ja. Yeah. Nice. GG, ja. Ah, okay, ich kann jetzt leider schreiben. Dauer 11 Minuten. Ah, ist sogar eine gute Videolänge. Ja, schreiben wir, das war echt ein gutes Game. Ja, so haben wir das Deck gesehen. Also, es hat funktioniert, wie es funktionieren soll. Wir haben den Gegner lange aufgehalten, haben ihn dann stark runterbekommen durch seinen Söldner, weil er so mächtig war. Haben wir da wirklich viel Damage reinbekommen, was natürlich sehr gut für uns war. Sandor ist halt, ja wirklich, es ist ein starkes Deck, ist halt also, darum wurde es auch ohne Ende gespielt. Persönlich, ich bin eigentlich kein Fan von dem Deck, aber es ist wirklich stark. Und als ja, Bastionsdeck werde ich vermutlich immer ausspielen, wenn ich die Queste habe. Ne? Gut, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Ich denke mal, da werde ich mal gucken für Elizabeth, was ich da zusammenkriege. Ich meine, Licht, Finsternis, Erde. Eigentlich ziemlich coole Magiestufen. Und ja, dann das sind halt die beiden neuen Helden, die ich mir gekauft habe. Da wollte ich einfach jetzt mal auspacken. Ne? Gut, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin und ciao.